So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Wir sind wieder da und ich habe ein bisschen geplant, geschoben, gemacht, getan. Ich habe euch da mal außen vor gelassen, weil ich glaube, ihr habt ja sonst damit nicht viel am Hut. Und das könnte auch ein bisschen nerven. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass wir hier die Plattenteilfabrik haben. Hier zwei Betondinger. Und hier haben wir den Übergang von Kies zu Kohle. Das wird gebaut, dann noch besser werden. Das Ding könnten wir... Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal anders setzen kann, dass es parallel zur Straße laufen würde. Geht, glaube ich, nicht. Deswegen lassen wir das. Ist halt, wie es ist. Jetzt fehlen nicht mehr viele Sachen. Es fehlen zwei Sachen, um genau zu sein. Und ihr werdet gleich sagen, oh ja, das hat er ja vergessen in der vorigen Folge. Ja, habe ich, aber ich habe dran gedacht. Deswegen denken wir jetzt dran. So. Aber zuerst mal kommt hier das Lager hin. Zack. Und dann gefällt mir das auch viel besser vom Abschluss her hier sehr, sehr gut. Und dann seht ihr, habe ich hier noch ein Gebäude. Was ist das denn? Ein Hubschrauberlandeplatz. Ja. Genau, der kommt hier nämlich hin, damit die auch die Plattenteile sich holen können. So, der kriegt auch einen Anschluss, falls es brennt. So. Und dann haben wir ihn. Dann kann der hier, können die hier Plattenteile rausholen, die Helis. Hier können sie Ziegel sich rausholen. Das Lager ist voll inzwischen. Und hier können sie sich Kies rausholen. Und Kohle theoretisch auch, aber was sollen sie mit Kohle? Ich wüsste nicht, wo wir die hintransportieren sollen, wollen würden. Und ja, das müssen wir jetzt 18 bauen lassen. Und das wird dauern und kosten, aber danach haben wir auf jeden Fall... Ja, alle Bauindustrien weg, außer Holz. Aber Holz ist jetzt auch nicht so relevant, obwohl wir Holz für Chemikalien bräuchten. Und wir brauchen 4 Chemikalien, also brauchen wir 4 Holz. Was jetzt wichtig ist, Straßenführung. Wir können auf jeden Fall die Autobahn enger machen, als wir gedacht hätten. Das ist schon mal gut. Dass wir die hier, die Stadt ein bisschen größer lassen können. Und ich plane erstmal die Autobahn hier. Hier muss eine Auffahrt hin. Da lasse ich ein bisschen mehr Platz, würde ich sagen. Ich würde das gerne so aber machen. So vielleicht. Und ich habe den Parallelmodus aus. Dann machen wir das. Und kommen dann hier oben an. Und dann sieht man schon, dann können wir uns mit der Stadt nämlich wesentlich besser ausprägen. Vorher war das hier mal so ein schmaler Streifen nur, den ich geplant hatte. Da ging der so oder so. Jetzt, dadurch, dass die Industrie ein bisschen weiter nach hinten gerutscht sind, können wir hier auch dichter ran. Andererseits ist hier Umweltverschmutzung. Weiß nicht, wie gesund das ist. Wir können hier so ein Warnding noch bauen. Das haben wir schon eine Weile nicht gebaut. Hier hinten wäre vielleicht mal ganz gut. Das war wo? Ich glaube unter hier, Überwachungsstation. Ja, die können wir... Vielleicht hier. Da dürfte sie in der Mitte sein. So. Dann kommt die da in die Mitte. Dann messen wir hier auch die Umweltverschmutzung. Sollten wir hier hinten vielleicht auch machen. Aber wir können hier auch alles noch wieder mit Dschungel machen. Und
Die Schienen, ja. Das kann erstmal weg. Das ist schon mal gut. Stimmt, wir müssen noch die Anschlüsse machen. Okay, machen wir doch mal, bevor wir jetzt die Autobahn da vorne machen, hier hinten erstmal die hier fertig. Das ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger Schritt, dass das erstmal da hinten ruhig oder Ruhe gibt. Wir brauchen den einzelnen. Es verschiebt sich hier mal. Ich weiß nicht warum, aber es tut es. Das hier ist die Kohle, das untere, muss ich mir nur merken. Und ich würde sagen, wir machen hier hinten, aber wir gehen dicht dran vorbei, oder? Gibt es hier irgendwas, was wir erweitern müssten? Eine Straße eventuell? Nee, oder? Wo müssen wir ran? Hier. Okay, wartet. Machen wir den zuerst. Dass wir sagen, die beiden so. Und jetzt kriegen wir vielleicht einen einzelnen hier hin. Ah, das kriegt er nicht. Das dürfte auch zu lang sein, oder? Ah, das andere nervt ihn dazwischen. Schade. Aber das ist auch nicht gerade, oder? Er ist einen Millimeter gedreht. Oh Mann. So, dann machen wir es erstmal so. Eigentlich wollte ich aber schräg, nicht? Naja, gut. Ich glaube, das mit dem Schräg bringt hier nicht viel. Oh, das kann viel, viel dichter. Jetzt habe ich mal gar nicht so auf den Schirm. Das geht nicht. Zu lang. Oh, okay. Ja, aber das ist ja schnell gelöst mit einem Zwischenturm. Wir sehen, das könnte noch kürzer werden. Hier hätte der sogar Strom schon. Dann machen wir den hier nochmal weg. Und machen so einen Turm rum. Guckt mal. Jetzt ist immer noch schief, nicht wahr? Man kann immer von einer Perspektive nur eins richtig machen. Das nervt mich tierisch. Man könnte sich mit diesem Maßband wieder behelfen. Aber Perspektive ist schon scheiße. Jetzt ist es wieder nicht. Okay, ich glaube, ich krieg's nur hin, wenn wir jetzt das Maßband nehmen. Weil ein rechter Winkel krieg ich sonst nicht ran. So. Und jetzt müssen wir theoretisch da noch ein Stück bis an den Rand. So. Ey! Man sieht schon. Also Perspektive, das ist echt ein Problem hier. Sag mal, was soll denn die Scheiße? Der löscht ständig meine Messung. Könnte in etwa hinkommen, der Punkt. Gucken wir mal, ob das passt. Den da. Ja, ich glaube, das ist gut geworden. Zumindest gut genug. Okay, dann hätten wir die Anbindung von Kohle. Kohle geht hier rüber zum Stahl. Wir haben dann hier Kies. Kies verteilt sich hier in dem Gebiet. Und von hier kommt Trockengut Zement. Und dann haben wir alles, was unsere Wünsche begehren hier an der Stelle. Was wir nicht haben, sind Wege. Ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, als hier so lange
Testwege zu bauen. Erstmal, bis wir vielleicht irgendwann mal Straßen haben. Wahrscheinlich aber nicht. Das wird blöd, wenn es hier brennt. Weil die Feuerwehr nach hier kommen müsste. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist fertig. Die Schienen. Ja, die Schienen, da bringen mir eigentlich gar nichts. Die müssten hier ankommen. Aber das kriege ich nicht hin. Die kriegen wir hier nicht rüber wegen den ganzen Sachen. Wir könnten die außen rumführen. Das wird aber auch eine haarige Angelegenheit. Könnte aber gerade passen. Ja. Erstmal brauchen wir sie nicht. Aber grundsätzlich geht das. So. Dann brauchen wir jetzt die... die Autobahnauffahrt. Ja. Und die beiden brauchen eine Auffahrt. Und... das hier braucht eine eigene Auffahrt. Das Ding auch. Und das hier auch. Da wir die Schienen nicht nutzen, das wissen wir ja jetzt, können wir die schon mal verbinden. Erstmal so. Jetzt machen wir mal pro forma. Ja, wäre gut, wenn wir hier eine Brücke hätten. Wir brauchen so 50 Meter. Ja, so. 9 Meter reichen. Ne, so schon gut. Dann hier rüber. 39. Ja. Und wieder runter. Da brauchen wir ein bisschen länger. 53, 52, so. Oh, das ist wieder krumm und schief geworden. Weil ich es aus der falschen Richtung gemacht habe. 52, 9 Meter. So. Jetzt Parallelmodus wieder an. Brücke wieder hoch. Zack. Und dann sind wir da. Okeli dokeli. Das ist doch schon mal gut. Bestätigen. Die können wir auch schon bauen. Das könnten wir hier noch ein bisschen ändern vielleicht. Man braucht die Autobahn hier nicht so einen Schlenker machen, nicht wahr? Wenn wir das hier gerade vorbeiführen. Ich nutze mal kurz die Autobahn als Hilfsmittel. Das ist nicht gerade geworden, nicht wahr? Ja, so vielleicht. Sieht doch gut aus. Passt, wackelt und hat Luft. Na gut. Dann ran. Und die können hier durchaus dann zusammenlaufen. Vielleicht. Wir wollen ja auch noch die Schiene bauen. Die darf ich nicht vergessen. Und hier. Vielleicht eine Straßenladestation, weil viele ranfahren werden. Vielleicht wäre das gar nicht doof. In die Richtung.
Weil so würde ich mit den Schienen doch ein Problem kriegen, oder? Aber so komme ich nie wieder an diese Schiene ran. Da kommen Plattenbauteile raus. Warum, wo sollte ich die hinliefern lassen mit dem Zug? Ich werde mich später ärgern, aber wenn nicht, bauen wir eine zweite Industrie irgendwo anders auf. Das Problem ist bei dem hier, ich krieg nicht eine längere Auffahrt zur Autobahn hin. Mit der Schiene passt das. Die würde hier hochkommen und hier drüber gehen vielleicht. Wenn wir wissen, wie die Straßen laufen. Ich meine, hier ist auch noch sehr viel toter Raum. Wir können die zum Beispiel auch zusammenführen. Oder hier die Autobahn quasi weiterführen. Bis an die Stelle da. Wäre auch eine Option. Aber wir kriegen ja nur Auf- und Abfahrt hier hinten ran. Leider kann man die Tunnel unten ja nicht verbinden, sonst hätte ich gesagt, hey, hier gehen wir runter und verbinden uns hier hinten mit. Aber das macht ja keinen Sinn. Die Züge könnten in den Tunnel gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Vielleicht, wir können es, wenn wir es drehen, wenn das hier eine Brücke wird, anstatt das hier, dann könnten wir das vielleicht auch vom anderen Winkel ein bisschen machen. Dann würden wir hier mehr Platz gewinnen. Das ist, glaube ich, wichtig. Okay, nochmal weg. Alles nochmal weg. Und dann 9 Meter, 52. Wir bauen das lieber von hier. Immer so 40 hatten wir. Und runter wieder 52. So. Aber jetzt kommen wir nicht durch. Ah, das war zu lang. Das in der Mitte war zu lang. Okay. Das Problem ist, von oben sehe ich nicht, wie lang ich es sein kann. Wir müssen erstmal gucken. ...35 Meter ist, glaube ich. Oder wir müssen erst eine Straße rüberführen. Ich glaube, wenn wir das haben... ...und das nicht im Parallelmodus... ...dann macht das nämlich automatisch weg oder so. Das ist aber nicht gerade, oder? Jetzt wieder Parallelmodus an. Und wieder runter. Ich habe diesen doofen Dings hier angemacht. Weg damit. Ich will ich nicht. So. Ich wollte eigentlich nicht 1 oder 3 drücken, sondern Q und E. 52 Meter. Parallelmodus ist an. Geht nicht. Was? Okay, dann zuerst die rechte Seite. Eine Seite spinnt manchmal.
52. So, jetzt geht's. Okay, dokeli. Das ist doch schon mal gut. Okay. So. Dann müssen wir auch drauf achten, hier kommen ja auch noch Straßen irgendwo raus. Dass wir das vielleicht erstmal so vorsehen. Und hier kommen wir nicht mit diesen Dings drumherum. Gut, ich könnte es noch ein Stück drehen. Oder wir machen das hier noch weg. Da kann ich nicht mehr gewinnen, nicht? Kein Platz. Aber das wird mir fast zu eng. Warum geht das nicht? Okay, die andere Seite zuerst. Überschneidung. Okay, ich weiß nicht, was er hier hat. Okay, da war irgendwas. Alles klar. Hä? Überschneidung. Okay, nochmal weg. Jetzt geht's. Okay. Das sieht aber ganz ordentlich aus. Und die Seite wissen wir nicht. Vielleicht so, vielleicht anders. Ah, hier ist wieder ein Stück. Ich glaube, da war ein Stück Straße irgendwo übrig geblieben. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir doch aber gemeinsam erstmal an die Straße daran, oder? Wir wollen ja hier Einbahnstraße machen. Das heißt, hier können sie auffahren und hier können sie abfahren. Das wird nicht ganz passen. Ja, so ist okay. Das Problem hier wäre, dass wir nur auf der einen Seite auffangen könnten. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall einen Wendekreis. So oder so. Und die brauchen ja auch eine Auffahrt. Ja, das ist blöd. Nee, also auf Abfahrt hier trennen ist nicht gut. Das macht keinen Sinn. Dafür haben wir zu viele Beteiligte an der Stelle, die da fahren wollen. Okay. Der braucht eine längere Auffahrt. Kreisverkehr. Ich bin kein Fan von Kreisverkehren. Ich weiß nicht. Was wollen wir da machen? Ich muss mal kurz was einstellen nebenbei.
Die Technik ist heute auf jeden Fall wieder sehr gnädig, was es angeht. Wow. Tolle Technik. Ja. Wie habe ich es denn an den anderen Stellen gelöst? Ah, da haben wir... Ah, stimmt, da haben wir ja keine Doppelstraße. Nur hier, beim Autobahnkreuz. Das brauchen wir ja gar nicht. Wir haben hier eher eine Dreier. Das heißt, entweder würde es so aussehen. Aber eher... Achso, doch, hier habe ich das. So würde es aussehen. Gut, hier geht die... Ah, gut, das ist... Aber hier habe ich einfach Überfahrten. Trotz Doppelstraße. Ja, dann machen wir es so. Überfahrten, Doppelstraße und dann passt das. Und dann daran. Im Parallelmodus. Hier kriegt er die Kurve nicht richtig. Seht ihr das? Also Parallelmodus ist manchmal gut, aber manchmal kriegt das einfach nicht ordentlich gebacken. Da muss man in kleineren Steps gehen. Man fühlt aber, ob der das schafft oder nicht schafft. Ah shit, jetzt habe ich das hier weggehauen. Oh nee, das ist nicht gut. Ich werde mich hier, ja, besser rangehen. Dafür habe ich das jetzt versaut. Aber, ey, vielleicht ist es besser, wenn wir hier so eine kleine Rundkurve machen. Dann ist es nicht ganz so dicht an der Autobahn. Gefällt mir besser. So, die Auffahrt, ja, das reicht, oder? Ich meine, wie viele Leute erwarten wir, die hier auf- und abfahren? Plattenbauteilmäßig. Mittel viele. Betonmittel viele. Und dann haben wir das fertig. Sieht doch gut aus. Okay, Brücke bestätigen. Jetzt brauchen wir nur noch die entsprechenden Wege. Das ist immer so ein bisschen Kopfbrechen. Okay, also die wollen abfahren darauf. Das heißt, die wollen hier abfahren. So. Und darauf fahren. Sehr gut. Die wollen das gleiche nur mit abfahren. Die wollen hier runter. Und dann hier auffahren. Könnte ein Stück kürzer sein, aber passt mir. Und die wollen... Warte mal. Die wollen ab. Die wollen hier rauf. Das ist der Rechtsverkehr. Die wollen hier ab. Genau. Das heißt, die wollen so. Das braucht nicht ganz so ausladend werden. Und hier rauf. Und die wollen unter Umständen hier abfahren. Ah, ist blöd, dass das hier geschwungen ist. Zu doll geschwungen. Okay. Ah, es ist ein schmaler Grat hier. Ich glaube, das hier ist zu schmal. Wir brauchen schon ein bisschen Abstand. Das heißt, ich müsste hier einen Ticken nach hinten und das kann ich nicht. Oder? Ah. Ah, vielleicht doch. Ich glaube, so ist gut. Ist die Frage, wie weit? Ach stimmt, wir wollen ja rauffahren, nicht? Was mache ich denn da?
Stimmt, da können wir doch ganz normal rauffahren. Ja, dann haben wir es schon. Passt doch. Okay, dann können wir denen sagen, das hier soll alles zumindest Kies werden. Bevor die nämlich anfangen, alles zu bauen, sollen sie erstmal die Straßen sich ziehen. Die anderen hatten wir schon. Das hier hinten haben wir noch nicht freigegeben. Bis hierhin auf jeden Fall alles mit Kies. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, starten wir diesen wunderschönen Bau. Und dann gucken wir mal, wie lange die dafür brauchen. Und wir können mal die Helis verfolgen. Was die jetzt holen? Kies. Zementwerk. Auch Zement. Und wo fliegst du hin? Was holst du? Wo wollt ihr hin? Gesteht. Asphalt und Beton. Okay. Ja, das können sie ruhig holen. Und auch alle Baubüros müssten ausrasten. Jetzt fällt mir gerade auf, ich glaube, ich habe dieses Baubüro komplett vergessen. Ja. Du holst den Stahl von dort. Du holst die Ziegel von dort. Den Kies hast du, die Arbeiter hast du. Dann können wir es nämlich kopieren. Auf das übertragen. Weil dann kaufen wir die Sachen nicht mehr von der Grenze. Hier ist noch genug Treibstoff drin. Oh. Achso, ich dachte ein Stau, aber klar, die wollen gerade alle rausfahren, tanken nochmal. Öl fehlt. Hier sind genug Arbeiter drin. Treibstoff ist da. Bitumen ist da. Schrott wird weiter verschrottet. Heißt, es kommt weiter Stahl und Co. rein. Metallschrott. Metallschrott wird weiterhin zu Stahl. Hier haben wir Stahl. Die beladen sich hier auch mit Stahl. Sehr gut. Und dadurch sparen wir, glaube ich, schon ein paar Hunderttausende, die wir in die Autos vorher investiert haben. 500.000 im letzten Monat plus gemacht. Das heißt, wenn wir nichts bauen, sind wir deutlich im Plus. Wobei, wir haben sogar Schienen gebaut. Genau. Ah, die fangen da hinten an. Interessant. Ah, die fangen von zwei Richtungen an. Ach so, die bauen die Dinger da. Clever. Ja, die sind natürlich wichtig. Da sehe ich aber, wie unser Geld schmilzt. 100.000. Wobei ich mich frage, warum? Was kaufen wir denn ein? Stahl. Aber wer kauft denn gerade Stahl ein? Eigentlich dürfte keiner mehr Stahl irgendwo holen. Doch, okay, die Hubschrauber. Mechanische Bauteile. So, wer holt gerade Stahl? Du! Wo kommst du her? Wo ist dein Depot? Du! Hä? Du holst noch... Ja, okay. Das ist ein Problem. Aber ich dachte, den hatte ich umgestellt. Dann habe ich wieder geladen danach. Kann das sein? Ja. Du holst Stahl von da ab sofort. Okay. Sehr schön. Hä? Ich wollte nicht aufs Feld klicken. Ich wollte auf die Nachricht drücken. Neue Autos. Letzte Chance zum Kauf. Alles gut. So, wer kauft jetzt noch Stahl ein? 258.000. Schon wieder einer.
Wenn ich den erwische, der Stahl holt, der nicht Hubschrauber ist, dann setzt es aber was. Kann eigentlich nur wenn hier sein. Okay, es sind die Hubschrauber. Na klar. Ich könnte natürlich einen Hubschrauberlandeplatz da hinten ranbauen. Aber das ist eher was für später, nicht wahr? Und da bauen die wunderbar. Oh, da fahren aber sehr, sehr viele. Oh, und die Züge mit ihren Bahnübergang blockieren natürlich auch. Wunderbar. Also, Kiesstraßen ist auf jeden Fall schon richtig gut geworden. Trolleybusse habe ich zum Beispiel noch nie benutzt. Hat einer von euch schon mal Trolleybusse benutzt? Irgendwie ist das so, weiß nicht. Ich baue eine Infrastruktur auf den Straßen, um einen Bus fahren zu lassen, der genauso gut mit Diesel betrieben werden könnte. Hat das so viel Vorteile, außer umwelttechnisch vielleicht? Hm. Oh. Hier hinten, die haben es aber gut schnell fertig bekommen. Oh, minus 143.000, 700.000 Ausgaben. Ja gut, die Bauindustrie frisst nochmal richtig. Ah, und was habe ich vergessen? Die Schiene. Die Schiene. Ah, dafür hatten wir gestern die Straße abgerissen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Das habe ich komplett vergessen, dass das ein Thema war. Wir sind hier nämlich nicht rausgekommen, weil da die Straße war. Und da musste ich drauf warten. Jetzt kann ich nämlich hier hoch und dann hier rumgehen. Okay. Jetzt können wir wieder die Straße durchbauen. Das ist halt, warum manche Sachen in die eine Richtung gehen, in die andere dann nicht, ist immer ein bisschen ungünstig. Aber okay. Ich würde auch sagen, wir gehen gar nicht runter mit dem Zug, oder? Obwohl, wenn wir jemals wieder von abgehen wollen, sollten wir schon runtergehen. Wenn ich das nicht mache, können wir nie wieder abgehen davon. Das sieht da auch toll aus. Manchmal entstehen da Gebilde, die ich nicht so gut finde. Überschneidung mit vorne der Konstruktion. Also, kannst du mir erzählen, was du willst? Das sperrt manchmal seine buggigen Momente. Gerade mit Überschneidung, irgendwas und. Jetzt geht's nämlich. Die Frage ist... Ja, jetzt müssen wir eh wieder hoch. Aber prinzipiell könnten wir hier nochmal zum Beispiel einen Zwei-Schienen-Verkehr oder sowas vielleicht... Na, fang doch nicht immer an... Hallo, fang doch mal... Mann, jetzt. So. Zwei Schienenverkehr oder sowas vorsehen, nicht? Dann würden wir, glaube ich, gerade so zwei mittellange Züge dahin kriegen. Ja. Muss ein Stück länger noch. Ich weiß nur nicht, ob wir dann rüberkommen. Ich hoffe es.
probiere es. So. Kannst du auf der Hochbahnbrücke keine Weichen bauen? Nein. Das bemeckere ich auch seit 8 Folgen. So hört ihr mir zu. So hört ihr mir zu. Okay, wo ist der Bahnhof da hinten? Das wäre so viel einfacher, wenn man auf Hochbahntunnel Abgänge machen kann. Also da muss man halt City Skylines sagen, macht's doch einiges besser an der Stelle. Aber das ist auch eine der wenigen Sachen. Mit dem kommen wir hier nicht drüber. Ein Stau. Ja, der Stau ist egal. Letzte Chance zum Kauf, egal. Mit der kommen wir auch nicht rüber. Die ist zu dicht dran schon. Müssen wir also... Kriegen wir vielleicht eine ganze hin? Nee, oder? 1, 2, 3. Lass mal ein bisschen mehr Abstand. Ja, vielleicht so, genau. Dann fehlt nämlich der Pfosten. Und dann kommen wir nämlich sauber hier rüber. Und dann können wir wieder auf die Flexible setzen. Können hier runter. Und hier drüben rangehen. Oh. Nein. Das kriegt er denn nicht hin? Das ist zu viel. Okay. Vielleicht, wenn wir eher gebogen da rangehen. Oh Mann, ich hasse es. Wenn er speichert und ich gerade loslasse, dann gibt es manchmal unvorhergesehene Ergebnisse. Warte mal. Aber dann können wir das doch gerade machen, hoffentlich. In einem Rutsch? Ja, guckt mal. Perfekt. So. Hier machen wir es erstmal in die Richtung. Können wir hier nicht abgehen? Kurve zu scharf. Das ist ungünstig. So würde das hinkriegen. Okay, dann machen wir es so. Nicht? Und da würde dann noch ein Signal hinkommen. Denn es ist 1. Obwohl, ist ja doof. Eigentlich müsste ja hier ein Signal hin, weil dann könnte ein Zug hier reinfahren, während der andere... Okay. Wäre irgendwie clever, wenn man die einfach nebeneinander setzen könnte. Automatisch. Oh oh, Ölpreis sinkt, nicht gut. Letzte Chancen zum Kauf. Hier machen wir erstmal... So. Oh Mann. Okay. Dann hätten wir hier, von da könnten wir 2 Züge fahren lassen, theoretisch. Wenn wir denn wollen würden. Ich denke nicht, dass wir das machen werden, aber... Ja. Haben ist besser als brauchen, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben hier komplett die Arbeiter angebunden. Wir haben komplett Kies und Kohle angebunden. Wir haben das Zementwerk angebunden. Und jetzt würde ich sagen, lasse ich das alles mit den Hubschraubern bauen. Und bin gespannt, wenn die Ziegel benutzt werden, unsere hauseigenen, was alles bei rumkommt. Und ja, ab dann sinken auf jeden Fall die Ausgaben noch weiter. Aktuell sogar im Plus. Wir müssen nur aufpassen, dass hinten der Stahl nicht leer läuft. Aber da sind noch ein paar hundert Tonnen drin aus dem Recycling. Und danach können wir die Müllindustrie bauen. Die wäre nämlich sehr teuer. Da brauchen wir dann noch das Stahlwerk dazu.
Genau. Also, bis zur nächsten Folge. Bis dann.